Hallo ihr Lieben, heute tun wir mal uns ein bisschen durch die Themen treiben lassen. Im Großen und Ganzen hängt alles zusammen, ergibt alles ein großes Bild. Natürlich, manche wollen oder können das nicht sehen, aber die ganzen Geheimgesellschaften, was nicht mehr so geheim sein, haben der Menschheit den Krieg erklärt und die Religion, die nicht anzuzweifeln ist, ist die Wissenschaft. Aber was die Wissenschaft uns die letzten 3 Jahre beschert hat, sollte jeden irgendwie erschaudern lassen, wenn er daran denkt, dass die freie Hand kriegen, um über uns zu entscheiden. Das würde ich nochmal gut überlegen, weil ich glaube, dass die dazu neigen, das Ganze zu übertreiben. Und es wird halt dann auch nicht dabei bleiben. Also sie probieren sie jetzt schon wieder mit dem nächsten Virus. Und ich bin ja gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Aber ich habe ein gutes Gefühl und denke, dass es die meisten jetzt zumindest so weit verstanden haben, dass der Virus genauso real ist als wie der Weltraum, wo man mit einer Abschleppstange oder mit einem Abschleppseil dafür sorgt, dass die ISS nicht explodiert. Das habe ich nicht ganz verstanden bei dem Beispiel, ob da jetzt in der ISS einer mit der Stange reinhockt oder mit einem Seil und das zusammenhaltet. Aber ich muss nicht jede Metapher verstehen, vor allem wenn sie so daneben ist. Das nächste zu den Kommentaren wäre zu sagen, ich weiß nicht, ich sage schon immer wieder das Gleiche, das ist außer Frage, aber es hat einen Grund, weil ich auch immer zweifelt habe und immer wieder so hin und her am Anfang wollte ich es halt auch nicht glauben und so und bin dann immer wieder zurück und habe mir gedacht, nein, das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein, aber wohl, das ist so. Und ich weiß nicht, wenn man die 3 Punkte, meine wichtigsten 3 Punkte, oder eigentlich sind es 4 Punkte, immer der gleiche Sternenhimmel, immer Wasser ist immer Level und verhaltet sich immer gleich. Wir spüren oder können keine wirkliche Bewegung feststellen und Druck- und Unterdrucksystem ohne Barriere dazwischen. Ich meine, die 4 Punkte sind eigentlich so, wenn du die mal wirklich vor Augen geführt hast und das logisch durchdacht hast, dann kann man daherkommen und Hypothesen bringen, ja. Kann einen solche Märchen erzählen, dass man uns da durch die Gegend, dass es uns da durch die Gegend schleudert, als wir in einer Waschmaschine im Highspeed-Gang. Aber wie gesagt, das sind Hypothesen, die was keiner für uns überprüfen kann, also auf gut Deutsch müssen wir das glauben. Und das, was wir selber sehen, das ist anscheinend wieder leck. Also ich bitte um Aufklärung an diesen Kommentator, weil wenn also einfach gleich schreiben, das ist wieder leck, ist ein bisschen wenig, und sich dann aufregen, dass man gegen eine Wand redet, das ist halt, wie gesagt, man redet nicht gegen eine Wand, sondern wenn man nur solche Behauptungen in den Raum schmeißt, dann darf man sich nicht wundern, wenn man normalerweise gar keine Antwort kriegt oder gelöscht wird. Aber eben, wir haben ja Erfahrung, wir haben nichts mehr zu löschen, sondern ich gehe einfach auf das ein, was die Leute schreiben, damit die anderen Leute, was schauen, erkennen können, was da eigentlich gespielt wird. Und das, wie gesagt, alles, was wir beobachten, spricht dagegen. Alles, was uns erzählt wird, sehen wir nicht, aber trotzdem sollen wir es glauben und sollen denken, dass alle dumm sein. Das kommt mir so vor wie des Kaisers neue Kleider. Also jeder, der die Kleider nicht sieht, ist dumm oder senil. Deswegen traut sich dann keiner was sagen, bis es dann ein Kind ausspricht. Und ja. Vielleicht bin ich das Kind. Lasst mich das Kind für euch sein. Ich sprich's für euch aus. Sie haben uns verarscht und einkassiert und auch kassiert.
und nehmen uns gerade alles weg. Und wie gesagt, wenn wir es so weitermachen lassen, gibt es bald kein Versteck, wo man sich verkriechen kann. Und es ist ja nicht nur das Thema, ich habe mir wirklich die Sachen nicht allein im Internet angeschaut, ich habe die Welt bereist, ich habe wirklich schon viel gesehen. Und nachdem ich HTL für Hochbaugegangen bin und mich für Architektur interessiert habe, haben mich vor allem die alten Bauten interessiert und ich habe lang nicht die Wahrheit vor meinen Augen gesehen, wegen den Filter, was wir reinkriegen. Ich habe erst relativ vor kurzer Zeit entdeckt, dass auch die ganzen Gründerzeitbauten, also die Beleuchtung, was die gehabt haben, also ich bin Elektrotechniker, okay, so beleuchten wir heute nicht und die das damals gemacht haben, weiß ich nicht. Weil das ist nicht einfach Licht. Weil da bei dem Gebäude sieht man, da leuchten die Kassettenornamente. Okay, das ist dann schon. Und wir haben in der Schule erzählt gekriegt, die Weltausstellung hat Tesla mit, also das erste Mal elektrifiziert. Als Elektriker möchte ich die Kabel dort nicht sehen. Okay. Und das nur für eine temporäre Ausstellung, die wir sie dann auch angerissen haben. Und warum haben unsere Vorfahren ihre Städte in so geile Sterne eingebaut? In so Schneeflockenformen? Und wie haben die solche Burgen und Schlösser gebaut ohne Straßen? Okay. Ohne Elektrowerkzeug. Es passt einfach alles, was mit unserer Geschichte zu tun hat, unserer Herkunft, wer sind wir, wo kommen wir her, haben wir einen tieferen Sinn oder sind wir wirklich ein zufällig entstandenes Nichts, das irgendwo im Nirgendwo auf einen Staubkorn durch die Gegend schießt, ist eh schon fast zu milde ausgedrückt. Und das Ganze ist aus nichts, ist alles explodiert und alles entstanden. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine einzige Explosion oder keine einzige destruktive Zerstörung gesehen, aus der irgendwas Nützliches generiert worden wäre. Ich kann einen Tornado noch so lange über einen Schrottplatz jagen lassen, es wird dort nie ein Boeing 747 stehen. Da braucht es zuerst einmal einen Geist, dann braucht es die Idee, der was dann die Energie fokussiert und dann vielleicht was passiert, wenn der richtige Geist dahinter steht. Deshalb ohne Geist, ohne Idee, ohne Gedanke, keine Materialisierung. Und bitte schaut euch die Themen an, lasst euch nichts erzählen. Die meisten sind zu faul oder haben keine Zeit, weil sie mit Arbeiten so beschäftigt sind. Und bis jetzt hat es auch gut funktioniert, alles wunderbar, aber die Zeiten haben sich geändert und jetzt wird es Zeit, dass wir eben nicht mehr faul sein, nicht mehr bequemen reisen, weil sonst werden wir uns bald in die Hosen scheißen. Weil wenn man sich anschaut, was technisch gerade so am Start ist und was die geplant haben, die zeigen es uns zurzeit ganz offen, weil die Leute wollen keine Nachrichten mehr hören und wollen nichts mehr sehen seit Corona. Biedermanns Diagramm des Zwangs sollte man sich anschauen, weil die waren ganz schlau. Das haben sie nämlich schon vorsorglich gemacht, dass sie den zukünftigen Kriegsgefangenen den Willen gebrochen haben. Weil genau dafür hat Biedermann, also Dr. Biedermann, sein Diagramm des Zwangs entwickelt. Da steht genau drin, wie man einen Kriegsgefangenen in Willen bricht, ohne dass man ihn foltert, physisch. Wenn man sich das so durchliest, dann erkennt man auf einmal, dass das Planlose, was die letzten 3 Jahre in der Politik zu sehen war, gar nicht so planlos war, sondern irgendwie auf dem Papier genau beschrieben ist, dass man sich genau so verhalten sollte, um zu erreichen, dass die Kriegsgefangenen dann nicht mehr wissen, wann sollen sie scheißen und wann dürfen sie aufstehen und wann müssen sie den Fetzen tragen und wann nicht. Die Atmosphäre biegt an einer Kugel, die mit 1600 km/h um die eigene Achsen rotiert, die Erdatmosphäre mit sich zieht
wenn sie es gerade brauchen. Und wenn sie es nicht brauchen, dann zieht sie sie nicht mit, weil beim Militär muss anscheinend die Corioliskraft mit einberechnen beim Schießen, obwohl das auch wieder leck ist, weil sie haben mit alten Kanonen Kugeln senkrecht nach oben geschossen, da sind teilweise die Kugeln wieder ins Rohr eingefallen. Es macht von der Logik her das ganze Weltbild keinen Sinn. Und das Problem ist, wenn man eine Lüge mal anfängt, dann wird die Lüge immer größer und größer und größer. Weil natürlich immer wieder neue Entdeckungen gemacht werden und ich muss meine Geschichte an die neue Entdeckung anpassen, beziehungsweise muss ich die neue Entdeckung in meine verwirrte Story eingliedern. Drum hat man zuerst mal behauptet, er ist rund, dann ist einer gekommen und hat gesagt, ja, aber wir sehen da den gleichen Sternenhimmel. Und wie gesagt, wir bewegen uns ja fast 300 Millionen Kilometer im Durchmesser um die Sonne, im Schnitt, weil es ist eine elliptische Bahn. Auf einer elliptischen Bahn haben wir unterschiedliche Geschwindigkeiten, von wegen das gleichbleibende Geschwindigkeiten spüren wir nicht. Das ist keine gleichbleibende Geschwindigkeit auf einer elliptischen Bahn. Egal, aber man hat nichts gesehen. Und dann haben sie einfach gesagt, ja, nein, die kleinen Punkte, das sind keine kleinen Lichteln, wie wir sie sehen, sondern das sind Riesensterne. Das sind Megasterne, also so groß. Ja, da kannst du beleuchtest dein Sommerschloss. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist unsere Sonne ein Zwergstern. Das hätten sie halt gern. Wie gesagt, also, und weil die anderen Sterne so weit weg müssen, damit eben keine Parallaxe messbar oder sichtbar ist, oder haben sie sich auch riesengroß machen müssen, weil sonst darf man sie nicht mehr sehen. Aber wie gesagt, bei den Entfernungen, deswegen sind sie so übergroß, weil das Licht, habe ich in einem anderen Video erklärt, tue ich jetzt nicht nochmal. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie man die Behauptungen, also ich mache keine Behauptungen, sondern das sind Fakten, dass der Sternenhimmel immer einen Kreis zieht, das was ich mit einer Kamera jede Nacht auf Polaris ausgerichtet, kann ich eine Zeitrafferaufnahme machen, weil immer das gleiche Bild haben. Die Sternbilder sind immer die gleichen. Die haben schon vor 300 Jahren, also bis dahin wissen wir es einmal ganz sicher, weil, oder sagen wir mal 100 Jahre, weil was vor 200 Jahren ist ja schon, wie gesagt, wir glauben immer, wir wissen alles. Aber glaubt's mir's, wir wissen eigentlich gar nichts, sondern wir glauben viel und das glauben wir, weil es irgendwelche Herren in weißen Kitteln, die neuen Hohepriester, der neuen Wissenschaftsreligion, und dass es das ist, haben wir in den letzten 3 Jahren gesehen, also nichts für ungut. Die letzten 3 Jahre ist so ziemlich nichts nach wissenschaftlichem Maßstab abgelaufen, weil so ist es nicht. Wir glauben sehr wohl an die Wissenschaft und wir halten uns auch dran, aber an die echte Wissenschaft und nicht an die Pseudowissenschaft, wo sie gerne mit Bällen spielen und in einem privaten Herrenclub sein, wo sie sich Geschichten zusammendichten, so wie jetzt, dass das Universum doppelt so alt ist, als bis jetzt angenommen. Das sagt doch schon alles aus. Sie nehmen an, oder beziehungsweise machen sie sich irgendwas aus und dann sagen sie, die Wissenschaft hat entdeckt. Und alle glauben's, weil es im Fernsehen gekommen ist. Das ist das, was schräg ist, oder? Weil die Leute denken, das ist Wissen, und wenn das Wissen ist, da gibt's Leute, die würden zustimmen, wenn die Wissenschaft sagt, es ist wichtig, dass wir jetzt 2,5 Milliarden Leute umbringen, dann würden die sagen, ja, wenn die Wissenschaft das sagt, dann müssen wir. Seid doch einmal ehrlich, jetzt brauche ich nur ein Lesch oder ein Neil deGrasse Tyson im Fernsehen stellen und irgendwas behaupten und alle glauben es. Das ist das Theater mit den theoretischen Physikern. Was ist denn ein theoretischer Physiker? Hol dir mal einen theoretischen Elektriker und dann wirst du schnell feststellen, dass ein theoretischer Elektriker unbrauchbar ist. Dass ein Praktiker da wäre, also wesentlich hilfreicher und besser ist. Aber auf die Praktiker wird nicht mehr gekocht, weil die Theoretiker die Bühne haben. Und
Und dann glauben Leute heute immer noch, dass wir in die 70er Jahre mit dem Ding auf den Mond geflogen sind. Entschuldige, meine Bamhütten als Kind waren stabiler, weil da habe ich kein Klebebandel braucht. Ja, aber so ist das, gell? Und deswegen, wenn man wirklich einmal anfängt, und das haben die Amis gemacht, und das hat ihnen gutes Geld gebracht, dann muss man sich fertig erzählen. So, und ich habe jetzt alle meine Argumente nochmal dargelegt, für jeden nachvollziehbar. Ich bitte um Widerlegung oder Quellen, wo irgendwer was wie widerlegt hat. Also, ich wäre sehr verbunden um weitere Informationen, die ich in mein Weltbild einbinden werde, denn ich habe einen offenen Geist. Ich grüße euch und wünsche euch alles Liebe. In diesem Sinne, ihr wisst, ich spinne. Ich habe auch dann noch was zu Hawaii so wie kränkt. Sollte man sich vielleicht einmal anschauen und sich überlegen, was da abgeht. Wie gesagt, es sind 8000 Leute ungefähr weltweit, die was die Kontrolle haben. Und was mich wirklich fasziniert, ist, mit Kennen die ganze Welt nochmal neu entdecken, prinzipiell. Ich finde es geil, dass immer mehr aufbrechen. Deswegen, helft mir, die Videos zu verbreiten, dann gebe ich mir noch mehr Mühe. Ich habe jetzt 2 Tage umgeschissen bei dem scheiß Video. Gestern bin ich einpennt dabei. Aber wenn es nur einen Tag und nur einen hilft, die Realität wieder zu sehen, dann bin ich schon zufrieden. Wie gesagt, jeder hat einen anderen Zugang dazu. Nicht jeder reagiert gleich. Deswegen braucht es verschiedene Ansätze, um hinter die Matrixmauer zu gelangen und jemanden aus dem Schlaf zu quatschen. Okay, aber jetzt wirklich. Tschüss. One can deduct very quickly that this was not a forest fire and it wasn't winds that drove it. They're saying the hurricane winds drove it. This is absolutely not true. What one can deduct is that indeed, right here, that this is a direct energy weapon. And what is a direct energy weapon? A direct energy weapon is a ranged weapon that damages its target with highly focused energy without a solid projectile, including lasers, microwaves, particle beams, and sound beams. Potential applications for the technology include weapons that target personal, missiles, vehicles, and optical devices. This has been in production and being used for some time now. In fact, the smart meters in your home can be used as a direct energy weapon, but I digress. Let's get back to this right now. So right now, what is going on here is an attack. This is an attack, okay, on American soil, on Americans, and you should be outraged. You should be furious. You should want to know who did it, and you should want to know why they did it, and then why nothing is being done about it. So the other way that we can tell that this is, the narrative is fake, it's very false, is every single title here. See them? They all say the same thing. It's all repetitious garbage. It's all the Smith-Month Modernization Act, which allows the US government to disseminate society by way of propaganda. This is propaganda. This is an attack on American soil. This is an attack on the American people. And this right here is the Smith-Month Act being played out. It is to disseminate and destroy society. Only article that I did come across that had any little bit of information, which I found to be interesting, was this one right here. And the reason that I did find it interesting was it
didn't have the same verbiage as some of the other ones. But what I do find interesting is down here. Let's see. Seems a little suspect to me, so I'm going to stick with my suspicions. Right here, Lieutenant Governor Sylvia Luke, who is serving as acting governor because the governor, Josh Green, is out of state. Wow. Wow. Almost. That leaves a whole door open of questions, doesn't it? The governor just happens to be gone when the entire area gets hit with direct energy weapons. And in fact, the lieutenant governor is now acting governor. I just found it to be interesting. And then here, right down here, see where it says, I can tell you, it says Lolahani fire is not yet under control, Bisson said. And the officials have not determined what started the wildfires. I can tell you that we did not anticipate having this many fires simultaneously. This is an attack. Are you mad yet? I can tell you that the number one problem in Hollywood was and is and always will be pedophilia. That's the biggest problem for children in this industry. It's the big secret. And it's widespread? Oh, yeah. I was surrounded by them when I was 14 years old. Literally. Didn't even know it. It wasn't until I was old enough to realize what they were and what they wanted and what they were about and the types of people that were surrounding me till I went, oh, my God, they were everywhere. Yeah.